Hallo. Was geht, meine Freunde, und willkommen zu diesem neuen Part nach sehr, sehr, sehr langer Zeit auf meinem Kanal. Ja, ich sollte mich schämen, ich weiß. Schon lange nichts mehr hochgeladen, die Lust ist da. Jetzt hier an einem neuen Ort, hinter einem neuen PC mit neuem Setup, mit neuer Beleuchtung, neuer Kamera und was man nicht alles noch dazu haben möchte, aber nicht haben kann. Aber so ist es nun mal. Genau. Ich habe mir ein neues Spiel auf Steam ausgesucht. Das gute Stück heißt Evil Ritual. Wird wahrscheinlich gar nicht so lang gehen. Kostet nur 2 Euro das gute Stück und ist erst vor ein, zwei Tagen rausgekommen. Ich dachte, das ist mal was für den Anfang. Ich möchte jetzt auch nicht zu lange rumreden. Ich gucke mir noch kurz hier die Grafik-Dings-Stars an. Eigenschaften, Kamera. Ja, das ist alles toll hier. Und fangen wir an, ne? Fangen wir an, ne? So. Bin ich gespannt. Wie kalt. Wo bin ich? Warum bin ich hier? Ja. Ich muss hier raus. Wer kennt's nicht? Nach 2 Flaschen Jack Daniels und ich hoffe, man hört die Tastatur jetzt nicht zu laut. Das fällt mir gerade jetzt erst auf. Ich habe ja eine neue mechanische Tastatur. Vielleicht werde ich mir noch was anderes zulegen. Aber ja, ich will die Atmosphäre gar nicht mit meinem Geschnacke hier kaputt machen. Ja, wer kennt's nicht? Man wacht nach 2 Flaschen Jack Daniels auf, mitten in einer Krypta mit einer Lampe, die hier natürlich rumsteht, Blut am Boden und einem Zettel, den wir lesen können. Schauen wir mal. Lesen mit E. Lassen Sie diesen Körper für Ritual... Lassen Sie diesen Körper für Ritual, es ist einzigartig. Besser finden wir es nicht. Okay. Ich denke, die deutsche Übersetzung ist nicht so das Nonplusultra. Folgen Sie mir? Wer folgt dir? Fuck you. Ah, das ist eins von... diesen Spielen mit Labyrinth. Ich hätte auch alternativ schauen können, ob ich das Ganze mit Gamepad spielen kann. Ich habe den Schlüssel. Ich werde ihn an unserem geheimen Ort aufbewahren. Kommen Sie nicht ohne mich in dieses Zimmer. Also ein geheimer Schlüssel, aufbewahrt an einem geheimen Ort. Natürlich ist die Tür verschlossen. Natürlich. Verschlossen. Verschlossen. Wahrscheinlich hatten die Entwickler nur einfach keine Zeit gehabt, noch zusätzliche Räume zu programmieren. Verschlossen. Was ist denn das? Ah! Da ist doch was rausgekrochen. Kann ich auch irgendwas machen? Ich hoffe, das Spiel ist nicht allzu dunkel bei euch. Okay. Mann, du! Oh, ey, man kann es auch übertreiben wegen so ein paar Knochen. Ja, ich glaube, die Tastatur, die wird euch stören. So, nachdem wir jetzt alle Knochenteile aufgesammelt haben, sollte doch auch langsam mal was passieren. Warte mal, von hier bin ich gekommen, glaube ich. Da geht wieder mein fotografisches Gedächtnis durch mir durch. Oder mit mir durch. Genau, da wollen wir eigentlich nicht lang. Habe ich auch überhaupt nicht auf die Bewertung geachtet bei dem guten Stück. Ja, vielleicht waren auch nicht allzu viele Bewertungen da gewesen. Ja. Da gehen wir mal rein, ne? Heck. Klicken Sie auf Space, wenn Sie dieses Mal sehen. Was? Also, was soll ich denn machen? Aha. Aha, aha, okay. Sobald ich dieses Symbol sehe, soll ich auf Space drücken. Okay, 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 okay. Vorstellungsvermögen. Auffassungsgabe. K-
gleich habe ich's. Ja, da war's gerade. Nein! Ich dachte zumindest, da war's gerade. Yes! Okay! Woo! Gerade ein Achievement geholt hier. Yeah! Wir starten richtig durch. Der Schlüssel zum Verlies. Ist das jetzt der Schlüssel, wo wir vorhin im Brief gesehen haben? Der an einem geheimen Ort versteckt ist? Hinter einer magischen Wand? Ah ja, toll, jetzt haben wir da hinten ungefähr sicher 6, 7, 10 Trillionen Türen gehabt und dürfen jetzt alle nacheinander ausprobieren. Ich bin's aber auch gar nicht mehr gewöhnt, wieder so Horrorspiele zu spielen. Oh, oh du! Genau. Passt jetzt, ist das jetzt so ein Generalschlüssel? Kommen wir damit jetzt in jede Tür rein? Wir wissen es nicht. Wir haben nur Vermutungen. Aber wir wären ja nicht Günther auf Nachtschichtpatrouille. Hallo? Was ist denn das? Also an dem Sounddesign müssen die echt noch arbeiten. Bin ich da drüber gestiegen? Hä? Ja, gar nichts. Mann! Schrecklicher Tod. Hä? Das sieht genau gleich aus wie die vier vorher. Und bei dem findest du, das war ein schrecklicher Tod gewesen. Mal hinmachen hier, mein Guter. Sonst enden wir bald genauso wie die. Die Energie der Petroleumlampe da. Petroleumlampe, die tut sie sich ja auch bald dem Ende zuneigen. Waren wir nicht hier schon? Nee, das ist einfach wahrscheinlich. Das sieht gut aus. Also wir müssen einen Weg hier rausfinden. Das ist das, was ich bis jetzt gecheckt habe. Und das hier, die Leute da war hier, ist ja, das kennen wir ja schon. Hä? Und dass die Leute hier gestorben sind, alle hier unten. Vor Langeweile wahrscheinlich. Hier passiert ja gar nichts. Sowas mag ich ja gar nicht. An einem Sonntag, dass Leute dann noch rumhämmern. Und meinen, irgendwelche IKEA-Möbel aufbauen zu müssen. Da kriege ich einen Hals wie eine Keksdose. Das sage ich euch. So. Da ist eh nix. Gibt's hier überhaupt was? Ein Schlüssel? Sei gegrüßt. Irgendwas mit B. Oh. Böse? Ist das neben mir? Nö, da ist nix. Als ob der das so denken würde. Ist es neben mir? Und Leute, versteht das nicht falsch. Ich will nicht in seinen Schuhen sein. Vor allem in seinen Schuhen sein. Versteht das nicht falsch. Nur weil ich mich erschrecke, heißt das nicht, dass das ein gutes Spiel ist. Erschrecken kann jeder. Oh, guck mal, da vorne ist wieder ein Brief. Aber bis jetzt ist das recht. Ah, das haben wir schon gelesen. Mann! Warte mal, wir gehen... Was ist eigentlich... Na, egal. Wo war ich stehen geblieben? Ah, genau. Jetzt habe ich einen Blackout. Egal. Erschreckt werden kann eigentlich jeder. Aber genau. Eine gute Story gehört halt auch dazu. Muss nicht mal grafisch anspruchsvoll sein.
Aber das hier ist ja bis jetzt. Man könnte auch fröhliche Musik dazu ablassen, aber es ist einfach ein normales Labyrinthspiel. Kann ich eigentlich noch was anderes? Kann ich sprinten? Nee, geht auch nicht. Okay. Anscheinend laufen wir hier im Kreis. Da passiert jetzt auch nicht wirklich was. Verdammt, ich weiß nicht, wo ich lang muss. Waren wir hier schon? Jetzt habe ich eine Tür gehört. Was ist denn das hier alles, Mann? Ah, jetzt sind wir wieder am Anfang. Vielleicht kann ich raus mit dem Schlüssel. Nee, war gar keine Tür gewesen. Ja, toll. Ein Reboot tut immer gut. Also gerade nochmal von vorne. Ja. Hier waren wir doch schon, dieser lange Gang. Oder? Dämonen! Das kann nicht wahr sein. Wo? Ach Gott, ey. Vielleicht muss ich erst alle diese Schockmomente durchmachen, bis, ja, bis das Spiel beendet ist. Warte, durch die Tür sind wir ja gekommen, sonst wäre die ja nicht offen. Also gehen wir mal weiter hier lang. Die ist auch offen. Da war der gewesen. Was ist hier? Sind wir eigentlich schon mega weit gelaufen vom Anfang entfernt? Kann ich sagen, dass wir hier im Kreis laufen? Ich glaube, wir sind auf der richtigen Pferde. Ah, hier haben wir den Schlüssel her. Oh, Mann. Was müssen wir... Jetzt habe ich langsam in meinem Kopf so eine grobe Aufzeichnung des Labyrinths hier vor mir. Jetzt dürften wir uns eigentlich nicht mehr verlaufen. Kann ich denn mal wenigstens sprinten? Och, Mann. Wie stellen die sich das denn vor? Kann ich denn nicht irgendwas drücken? Oh, ey, ist das euer Ernst? Warte mal, jetzt, den haben wir... Wir sind doch am Anfang wieder hier. Nee, Mann, ich weiß nicht, wo lang. Och, Mann. Alle Sackgassen. Kommt man hier überhaupt raus? Ist das Spiel schon fertig? Ey, die verarschen mich doch. Komm. Das fühlt sich richtig an. Ist das dein Ernst jetzt? Sind wir schon wieder hier? Hey, bitte. Das gibt's doch nicht. Mann, wo ist dieser scheiß Ausgang hier? Okay, jetzt sind wir, glaube ich, richtig. Das haben wir noch nicht gehört. Oh, es geht raus. Okay. Ist ja nicht so, als wäre ich jetzt fast eine halbe Stunde hier durch diesen scheiß Haufen gelaufen. Ah, okay. Ein Buch. Okay. Noch ein Buch. Okay, C. Lesen. Ich brauche ein neues Herz und ein neues Gehirn. Okay. Folgen wir dem Pfeil? Oder folgen wir der Blutspur? Wir folgen der Blutspur. Okay, geht nicht mehr folgen dem Pfeil. B. Hallo? Verschlossen. Ist das jetzt einfach ein... Aktivieren Sie gegebenenfalls Fallen. Denken Sie an den Code 387. 387. 387. 387. Okay. Das war eine Katze. Alles gut. Oh, das ist jetzt schon wieder ein Labyrinth hier oben. Ist das euer scheiß Ernst? Dreckigster scheiß Missgeburt. Ey, okay. ...387 ist der Code. Ich glaube, hier ist überhaupt gar nichts. Schlüssel. Okay, jetzt kommt doch langsam was.
387. Okay. Ha! Nicht erwischt. Halt, 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 warte. Bevor ich jetzt wieder zurückgehe, 387, konnte man hier auch noch weitergehen? Ne, hier war ich schon. Hier war ich schon. Okay, wir gehen wieder zurück. So. Okay, okay. 387. Jetzt kommen wir wahrscheinlich wieder in den Anfangsraum. Wenn ich mich nicht recht täusche. Haben wir das gelesen? Ja. Guck mal hier. Ich habe jetzt einen Schlüssel jetzt. Für C. Ah, der Schlüssel C. Gut, hier. Da haben wir gelesen. So. Und jetzt brauchen wir dann den Schlüssel für B wahrscheinlich. Oh, nö. Nö. Nicht, nö. Oh. 12 Uhr. Komm, wir haben es gleich. Yes! Okay. Weiter geht's. 387 war der Code, genau. Erschreckt mich nicht, erschreckt mich nicht. Wenn diese Kreatur in der Nähe ist, versteck dich und beweg dich nicht. Ja, was denn für eine Kreatur bitte? Ich glaub's irgendwie nicht, dass hier noch irgendwas ist. Ah, jetzt haben wir den nächsten Schlüssel. Cool. Schlüssel zu A. Genau. Eigentlich müssen wir ja gar nicht mehr weitergehen hier drinne, weil wir müssen ja wieder zurück und den Schlüssel holen, oder nicht? Den Schlüssel benutzen für die Tür. Genau, hier waren wir. Gut, jetzt für Tür A. Und Tür A ist C, B, A. Yes. Let's go. Ich hoffe, ich muss nicht schon wieder so ein blödes Rätsel lösen. Was ist hier? Eine Küche. Und 387 nicht vergessen. Ist ja gar nichts. Hä? Ist ja eine Sackgasse. Oder? Gibt keinen Sinn. Weil ich hab. Nee, kann nicht sein. Das ist ja jetzt der letzte Part hier eigentlich mit dem Gang A. Jetzt muss ich ja irgendwo hier raus. Vielleicht liegt hier irgendwo was rum. Mal gucken. Hier ist aber nichts. Oh, bitte. Oder muss ich doch jetzt bei... Wo waren wir vorher gewesen? Bei Gang C? Da weiß ich mehr. 387 Code merken. Ja, den habe ich schon noch im Kopf. Warte mal, wir sind ja hier bei dem einen Part hier sind wir nicht nach rechts gegangen. Ich glaube, das war hier gewesen zumindest. Genau hier. Nee, noch nicht. Hä? Warte mal. Ja, genau. Hier. Wir sind ja nach links gegangen und jetzt gehen wir nach rechts hier noch. Da waren wir noch nicht gewesen. Blut, wessen Blut? Hm. Oh nein, ich ahne Böses.
Und hier haben wir ja den Schlüssel von vorhin her. Grundsätzlich ist das eigentlich nicht schwierig aufgebaut. Also, kommen wir wieder in den Anfangsraum jetzt. Soll ich jetzt nochmal durch B laufen? Also bei A ist garantiert nichts drin gewesen. Da war ja aber auch kein Schlüssel und nichts. Die Briefe haben wir alle gelesen. Ach, warte mal, die Uhr ist die ganze Zeit am Klingeln. Aber nee, du musst nichts machen. Nun kann man auch nicht vorstellen, dass das Spiel so komplex ist, dass du hier irgendwas machen musst mit. Ach, guck mal, hier ist auch nochmal A. Aha. Schau ihn nicht in seine Augen. Ich glaube, das sind einfach nur ein paar Audio-Lines, die hier abgespielt werden. Ja. Doch, ich dachte schon, die hört gar nicht mehr auf. Weiter geht's. Oh, sag jetzt nicht, da oben ist schon wieder ein Part. Was haben wir hier? Dreh dich um, es ist hinter dir. Nein, da ist nichts. Haha. Das hätte ich euch auch vorher sagen können. Ist das der Ausgang? Haben wir es geschafft? Licht. Ich schaffe es. Aus diesem schrecklichen Ort zu entkommen. Ja! Wir haben es geschafft. Aber etwas sagt mir, dass ich hinter... Was? Hier zurückkommen werde. Ja, ganz bestimmt nicht. Kannst du vergessen, dass ich das nochmal mache. So, Leute, so wie es aussieht, ja, es ist so, ist das gute Stück beendet jetzt. Ich hoffe, euch hat der Teil gefallen. Es war nicht wirklich besonders, muss ich sagen. Fürs nächste Mal werde ich mir auf jeden Fall was Besseres aussuchen. Ich kann ja nicht immer vorhersehen, wie gut ein Spiel sein wird. Ich bedanke mich trotzdem fürs Zusehen. Haut rein und ich hoffe, ihr schaltet im nächsten Mal auch wieder ein, wenn es wieder heißt, dass ich mich erschrecken soll. Haltet die Ohren steif, Leute. Haut rein, euer Nier. Ciao.